Servus Fußballfreunde, willkommen zu einem neuen Test. Wir testen heute für euch den Mercurial Vapor CR. Und ja, ihr könnt den Schuh sogar am Ende gewinnen. Wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr am Ende des Videos. Viel Spaß beim Schauen. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. You a badass bitch, a badass bitch. I don't get split in a fat ass bitch. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Tell me what you wanna do. I got racks to the ATM jam. Der Komfort des Vapor 9 hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Die Passform war gut, aber nicht so gut wie beim Vapor 9 mit der Golfballoberfläche. Ich würde euch von meiner Seite aus empfehlen, den Vapor 9 vielleicht eine halbe Nummer oder eine Nummer kleiner zu holen, weil er doch relativ groß ausfällt. Das dünne und weiche Obermaterial vermittelt ein sehr gutes Ballgefühl, es ist fast schon wie bei einem Lederschuh. Beim Grip besteht jedoch Optimierungsbedarf, wie ich finde. Da könnte er sich vielleicht eine Scheibe vom Hyper Venom oder Predator LZ abschneiden, die durch die Oberfläche bzw. durch Applikationen etwas besser abschneiden. Die FG-Stollen sind für normalen Rasen ausgelegt und sollten daher nicht auf Kunstrasen verwendet werden, da die hinteren Stollen leicht abbrechen können. Wir würden euch empfehlen, falls ihr nur auf Kunstrasen spielt, die AG-Version zu holen. Damit seid ihr auf der sicheren Seite. Auch wenn das Material sehr dünn ist, hinterlässt der Vapor 9 CR einen guten Eindruck im Bereich Qualität und Verarbeitung. Daher denken wir auch nicht, dass es irgendwelche Probleme in Bezug auf Haltbarkeit geben wird, da wir auch den Vapor 9 mit der Golfball-Oberfläche vor längerem getestet haben und bisher keine Probleme hatten. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr das Video liken und antwortet in den Kommentaren auf die Frage, welcher Vapor 9 Spieler ist momentan euer Lieblingsspieler. Und um eure Gewinnchancen zu erhöhen, würde ich euch empfehlen, auf Twitter oder Instagram ein Foto von euch zu posten, in dem ihr uns zeigt, wieso ihr gerade den Vapor 9 CR verdient hättet. Nutzt die unten angegebenen Hashtags und ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg beim Gewinnspiel. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.